Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filofax Wochendekorationsvideo von mir. Ja, hier seht ihr nochmal die aktuelle Woche. Hier hat sich ein bisschen was gefüllt, so schriftmäßig, aber auch nicht mehr ganz so viel. Vor allem hier dann so am Wochenende ist noch was dazugekommen, aber ansonsten habe ich nicht mehr so viel verändert. Gestern war zum Beispiel der Gratis-Comic-Tag und ich bin abends noch zu einer Freundin gefahren. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Und deswegen können wir dann mit der nächsten Woche schon loslegen. So, was steht nächste Woche an? Am Montag ist frei, denn da ist ja Pfingstmontag. Und ansonsten ist die Woche nicht ganz so viel geplant bisher, außer dass am Sonntag mich die liebe Mira wieder besuchen kommt in Erfurt. Und ja, das wollte ich mir gerne markieren. Und ja, woran denkt man als erstes, wenn man an Mira denkt? Irgendwie so an Pünktchen. Und deswegen habe ich mir jetzt mal dieses Pop-Art-Stempelset von Papierprojekt genommen. Und zwar diesen Pünktchenstempel und die Farbe Pixie Dust. Und da wollte ich einfach mal den Sonntag ein bisschen damit bestempeln, denn das finde ich ganz schön. Und ja, deswegen mache ich das jetzt auch. So ungefähr. Genau, muss mir dann noch erstmal überlegen, was wir so alles machen können. Denn am Sonntag hat ja nichts geschäftsmäßig auf. Aber da kann man natürlich ganz viele tolle andere Sachen machen. Aber ich muss mir mal erstmal einen Plan darüber machen. So, und noch einmal. Das passt soweit. Ich habe mir jetzt übrigens einfach mal meinen Micellenreiniger auf ein Wattepad gemacht und werde damit jetzt die Farbe abmachen. Das klappt nämlich ganz gut soweit, aber es schäumt leider auch sehr. Aber ich habe leider gerade keine Kosmetiktücher mehr. Und deswegen muss ich irgendwie auf irgendwelche anderen Mittel hier zurückgreifen. Ja, ich werde es dann eh wieder nachher mit Wasser sauber machen. Aber so als Einstieg ist es ganz gut. Genau, und da habe ich mir auch dieses Planner-Stempelset von Palest Blue zurechtgelegt. Und ich dachte, ich stempel hier entweder ein Filofax oder ein Hobonichi oder ein Midori irgendwie hier noch so dahin. Und schreibe mir dann eben auf, dass Mira zu Besuch ist. Und ich glaube, ein Hobonichi passt sehr gut. Ich könnte auch alles drei hinstempeln. Aber ich glaube, das wäre dann ein bisschen zu viel. Ja, das Licht wechselt sich jetzt auch dauernd. Und ja, so ist es halt. Tut mir leid. Dafür nehme ich jetzt übrigens die Farbe Pink Grapefruit. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Farbe. So, ach ja, der ist doch ganz hübsch geworden. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also wie gesagt, das sind die Stempel von Palest Blue, die gefallen mir sehr gut. Die habe ich ja auch in meinem New In-Video euch schon gezeigt. Genau, mit denen bin ich sehr zufrieden und hier erkennt man auch nochmal ganz gut, wie detailliert eben dieser Stempel ist. Ups, mit dem Lesezeichen und so weiter. Also ich finde das wirklich ganz hübsch. So. Okay. So, das war es auch, glaube ich, soweit zu den Stempeln. Das wollte ich nämlich als erstes machen, damit das hier so in der Zwischenzeit trocknen kann. So, dann, was wollte ich machen? Ich habe euch ja diese Samples hier schon mal gezeigt, die ich von der lieben Ellen hatte. Und ja, das sind diese beiden Stationery Washis.
wo auch so Hobonichis mit drin sind und so weiter. Das habe ich ja schon mal in einer Wochendeko verwendet. Ja, und die habe ich mir dann natürlich auch selber bestellt. Hier sind die beiden Rollen. Und ich dachte, so das Thema Stationery und so würde dann ganz gut passen zu dem Besuch von Mira. Und da wollte ich mir so ein paar rosane Dinge dann hier so hinkleben, sozusagen. Genau, hier geht's los. Tja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo meine Schere ist. Ich nehme jetzt einfach mal meine Breite wieder, es tut mir leid. So. So, hier ungefähr bis zu den Klammern wollte ich das hier so ausschneiden dann. Und dann in diese This Week Section kleben. Da ist schon ein Katzenhaar dran. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Dann muss ich hier ein bisschen was von der Klammer abschneiden. Aber das ist nicht so schlimm. Okay, ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Gut, was wollte ich denn dann noch machen? Irgendwie habe ich jetzt gar keinen zweites Tape mir zurechtgelegt, was ich noch irgendwie verteilen könnte. Okay, ich habe jetzt noch zwei Samples gefunden. Und zwar zum einen dieses hier mit diesem coolen Katzentape von Shinzikato war das, glaube ich, was ich auch von Mira selbst bekommen habe. Deswegen dachte ich, das passt ja ganz gut zu der Woche. Denn das hat sie mir zum Geburtstag geschickt. Ja. Und ich dachte, das kann irgendwie vielleicht hier so hin oder so. Oder vielleicht hier so hin. So ungefähr. Und dann habe ich noch dieses Sample hier. Das habe ich von der lieben Mia, aka Miss Kunterbunt, auch zum Geburtstag von ihr geschickt bekommen. Und das finde ich auch sehr, sehr nett. Das habe ich auch schon in meinem Traveler's Notebook verwendet. Sehr viel. Und deswegen ist es auch schon fast leer. Finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Tape. Das hat so einen wunderschönen Verlauf. Und dieses ja, rosafarbene Stück hier passt gerade ganz gut dazu. Und deswegen dachte ich, es ist ganz cool. So vielleicht. Ja. Okay, das gefällt mir schon ganz gut soweit. Was könnte ich noch machen? Oh, ich hoffe, das Licht ist jetzt nicht ganz so mies. Es sieht hier gerade sehr duster aus. Vorhin hat es auch in Strömen geregnet. In Stürmen, Strömen, wie sagt man das eigentlich? Okay. So, was könnte ich jetzt noch machen? Es ist irgendwie schon wieder alles ziemlich Ton in Ton, so ähnlich wie bei der letzten Woche. Aber ich finde das ja nicht so schlimm. Finde es eigentlich ganz nett. Eigentlich ganz nett, eigentlich. Ich hatte gedacht, vielleicht gibt es ja in diesem Rifle Paper Co. Buch noch einen passenden Sticker irgendwie. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Eigentlich würde ich gern diesen Hello-Sticker verwenden mit der Schreibmaschine. Der gefällt mir soweit ganz gut. Vielleicht könnte ich. Nee, wo war das jetzt? Hier. Das hier so ein bisschen drunter kleben. Oh, das ist jetzt aber ganz schön blöd abgerissen. Gefällt mir das so? Ich weiß es nicht.
Das sieht irgendwie ein bisschen ziemlich blöd aus. Ein bisschen ziemlich. Auch sehr schön, Alex. Mann, voll doof. Okay, passt das jetzt irgendwie noch? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Irgendwie dieses Blau-Lila irgendwie sticht schon ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Irgendwie nicht so. Jetzt muss ich den Sticker hier nochmal abfummeln. Am Ende klebt der gar nicht mehr. Blöd, blöd. Vielleicht sollte ich hier einfach mit einem einfarbigen MT-Tape arbeiten. Fragt sich jetzt nur, welches. Nehmen wir wieder die zur Auswahl. Vielleicht das hier wieder. Ja, also irgendwie. Die Schreibmaschine und ich werden heute keine Freunde mehr. Aber ganz wegmachen will ich sie jetzt auch nicht. Deswegen lasse ich sie jetzt, glaube ich, einfach mal hier. Genau, und schreib mir erstmal auf, dass hier Mira kommt, dass hier bestimmt ein Teen Call ist und dass hier frei ist. Wir hatten überlegt, ob wir morgen einen Ausflug machen, aber das steht noch nicht so ganz fest, deswegen schreibe ich das, glaube ich, noch nicht auf. So, jetzt überlege ich gerade, ob die Katzen sich mit den La Dolce Vita Mädchen vertragen. Okay, ich bin jetzt soweit fertig mit meinem Geschreibsel hier. Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob hier alles auch zusammenpasst, was ich hier irgendwie zusammengemixt habe. Aber ich finde es nicht so schlimm. Mir gefallen die einzelnen Sachen auf jeden Fall sehr gut. Und ob das nun am Ende miteinander zusammenpasst, naja, ist dann auch nicht weiter tragisch, wenn nicht. Mir gefällt es jetzt eigentlich ganz gut, auch wenn es ein bisschen zu sehr Ton in Ton ist, aber die verschiedenen Töne unterscheiden sich ja schon so ein bisschen. Genau, ja, dann hefte ich das Ganze jetzt auch gleich mal ein, damit wir uns das mal anschauen können. So, ja. Also, ich glaube, ich bin soweit ganz zufrieden damit. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten wünsche ich euch schon mal einen wundervollen Start in die neue Woche. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.